Willkommen zu einer neuen Woche Deckbewertung. Wenn ihr uns auch euer Deck schicken wollt, kommt auf den Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Deck diese Woche kommt von Lukas und ist ein Dino-Deck. Dinos haben ja jetzt diese neuen Transcendosaurus bekommen. Ground Zeno. Hauptsächlich Ground Zeno. Ground Zeno ist fucking broken. Also Ground Zeno ist gescheit gut. Ups. Ja. So gut, dass du gleich einen raus werfen wolltest. Ja, wir mal gucken, wie es läuft. So. Also Sound ist wohl angeblich gefixt, die Position vom gegnerischen Livebar noch nicht. Na, dann soll der sich mal gönnen. Wir haben ein Grand Total of 0 Interrupt Dark Magician. Hashtag Copium. Wir hatten es gerade noch davon. Dark Magician in 2023. Entschuldigen Sie mich mal. Wir hatten es gerade noch von Copium. Ja, also der Typ hat auf jeden Fall stärker am Tank gehangen als wir. Na gut, dann lassen wir mal machen, ne? Ob der jetzt wohl was finden wird, man weiß es nicht, ne? Also. Na, so ein Zufall, der hat was gefunden. Das ist jetzt aber krass. Was kann das? Das ist neu. When this card is activated, you can set one internal so directly from the. Okay. If you know those better than my dark magic. Target. Das Ding ist nicht schlecht. Ja. Das Artwork ist auch cool. Set Eternal Soul vom Deck ist halt stark. Ja. Weil gerade an die rankommen war immer so ein bisschen das Problem. Ach, Problem war eher, wenn die ein MST kassiert und ein eigenes Feld sprengt. Das war auch ein Problem. Set 3, da werden garantiert keine Floodgates. Brother. Alter. Okay, Vorschlag, wir fangen mal an mit Lost World. Ja. Okay, zweiter Vorschlag. Wir machen einen Ovi. Ja. Wir können mit Ground Zeno auch die Token kaputt machen, oder? Also targeten. Nee, nein. Card in your hand. Okay. Das heißt, wir suchen uns jetzt ein Baby. Ja. Also Channeling 1 Ovi, Channeling 2 Lost World. So. Du. Mhm. Add to the hand, bitte. So, kommt da auf irgendwas? Nee. Ein Draw. Okay. Ja, schon den Tuner. Ja, das sind beides Tuner, aber ich lege mal nur den Scrap Raptor. Nein. Nicht? Achso, du willst die Kombi. Achso, klar, wir haben schon genommen. Ich bin dämlich, ja. Ja, den Scrap Raptor hätte ich jetzt aus dem Deck geangelt. Ja. Mit dem Baby. Ja, macht deutlich mehr Sinn. So, tschüss Baby. Mhm. So, aktiviere das Baby. Und der kann sich jetzt holen, weil was zerstört wurde. Also ja, bitte. Ja. Warte, sind wir jetzt schon gelockt, dass er was aus dem Deck holt? Nein, nein. Nur wenn er was aus dem Deck holt. Okay, also wir sind okay, also noch nicht gelockt. Darauf, das wollte ich gucken. So. Nein, Entschuldigung, wir holen das Baby. Weil dann können wir mit Oviraptor erstmal den Baby-Baby-Switch machen. Richtig, also ist ein anderer. Für den extra Stock. Nein, ich hätte. Es ist egal. Wir holen beide. Stufe 4 können beide holen, also ist eigentlich egal. Ja, es ist egal. Und so rum kann man sich nicht daneben klicken. Ja, das ist wahr. So, tschüss. Mhm. Und du zurück. Ja. Mandatory Trigger und jetzt aber Scrap Raptor. Ich denke ja. Ja, weil den können wir ja mit dem ja gleich dann am Ende der Kombi holen. Ja genau, ich hätte jetzt Scrap Raptor geholt und dann macht es und dann jagt der Scrap Raptor das Baby hoch für die Extra Summon, oder? Oder? Nee. Ja doch, weil wir müssen ja an die Chimera rankommen. Oder ich kann die nur. Ja, wir müssen an Chimera rankommen. Genau. Also jagt Scrap Raptor bitte mal sich selber hoch. Ja, genau, ja. Er hat sich selber hoch, holt die Chimera und die holt ihn dann zurück. Genau, so stimmt, so ging die Kombi. Ja. Da ist Eternal Soul, okay.
Ja gut, das wussten wir ja. Ja, im Sinne von, jetzt kommt sie. Okay, er hat für den nächsten Zug eine Dark Magic Attack. You do you. Hat wohl keinen Dark Magician. Die hat er. Oder er hat Navigation Dark Attack, das kann auch sein. Oh. Das! Ist jetzt unangenehm. Ja gut, dann halt Plan B, ne? Das ist jetzt unangenehm. Wir haben noch nicht beschützt, ne? Wie beschützt? Wir haben Lost World zweiten Effekt noch nicht benutzt. Nö. Okay. Ja, jagen wir dann einfach jetzt was hoch? Und okay, also wir machen jetzt Meteorus und machen Baby kaputt und dann geht's weiter. Muss der nicht eine Karte in der Hand? Ah ne, Hand of Field. Hand of Field, ne. Ja, warte, wo wollen wir denn dann noch hin? Weil dann sind wir ja gelockt. Das ja, heißt, dann wir müssen erstmal kurz gucken, wo wir dann noch hin wollen. Ja gut, der hier, damit der hier mal ein bisschen aufräumt. Wie bauen wir den? Ja, mit Ground Zeno. Der kann fusionieren. Oh. Ja. You can only use each effect. Ah, each effect once per turn. Each effect once per turn, ja. Okay, dann sind wir ja gut. Genau. So, das Baby holt jetzt irgendwas, was kaputt machen kann. Was kann denn kaputt machen noch? Was haben wir noch nicht benutzt? Der da? Ja, aber der ist. Der muss on summon machen. Ja. Aber der ist auch gut, haben wir eine Pille. Ja. Ja, machen wir das mal. So, ja. Und sprenge. Den Ovi. Ja. So, dann jetzt Fusion. So, was brauchst du nochmal genau als Material? Ein Dinosaurier und ein Normal Monster. Also dich auf jeden Fall und, ja gut, dann der Kleine. Ja. Stock. Was? Gut, der hat einen Summon-Effekt. Ja, wir dürfen vom... Ach so, stimmt, den Effekt hat er ja auch noch. Warte, nein. Wollen wir es aber nicht machen? Ja, wollen wir es heute noch nicht. Wir machen ihn gleich kaputt und dann kommt er wieder. Genau, wir machen ihn mit dem Effekt kaputt, nämlich. Das kann ja auch nach der Welt kaputt schießen, ne? Das wäre eine Option. Ja, weglinken können wir ihn ja nicht mehr. Wir haben kein Dragon-Link-Monster. Ja, erstens muss er durch. Doch, haben wir die Scratch-Chimera, aber er muss durch Karteneffekt zerstört werden. Ah. So, dann ihr zwei. I guess. So. Ja, aktivieren. Das ist bitte nicht negieren. Ja. Kommt der zurück. Summon. Ja. Wir hätten gerne den Ovi wieder zurück auf der Bratzen, hätte ich jetzt gesagt. Nee, Baby hätten wir nehmen müssen. Weil wir jetzt eine Karte von unserer Hand kaputt schießen. Ah! Oh Gott, ich bin dicht. Ja, okay. Ja. Verzeihung. Ja, gut. So, okay, dann. Das stirbt jetzt. Wir haben keine drei Kontaktos im Deck, fällt mir gerade ein, oder? Da kann auch die Pille eigentlich sterben gehen. Dann stirbt die Pille. Und seine Verdeckte, hätte ich jetzt gesagt. Weil unbekannte verdeckte Karten sind bösartig. Ja, und wir wissen, dass er keinen Dark Magician hat, sonst wäre der gekommen. Ja. Oh. Da schau mal einer, guck. Crossout, okay. I guess. Battleface. Battleface, kaboom. Ja, Ovi geht in die beiden rein. Wieso und, Ovi? Kontakter. Kontakter geht in die beiden rein und, ja. Ja, 1000 Damage. Ja. Nochmal 1000 Damage. Direkter Angriff. 3-8 ist halt eine fucking Hausnummer. Ja, der hat halt einfach 3-8 Attack. Ich meine, gut, wenn du auf das Bild schaust, der sieht auch aus wie 3-8-Attack. Ja, das, ne? Sieht, das sieht aus wie eine Terrask auf Crack. Okay, dann Sideboard. Ja. Ich weiß nicht, ob das Wort sagt dir das Wort Terrask was? Nee. Terrask ist in Dungeons & Dragons das Monster, wo eine Max-Level-Party kollektiv sagt, fuck. Okay, Vorschlag, wir bauen den ganzen Spell-Trap-Removal rein. Ja. Von Ogre bin ich tatsächlich gar kein so großer Fan, weil sowohl der Field-Spell als auch Eternal Zone machen ihr Blödsinn on Activation, genauso wie auch der Circle.
alle drei von den Dingern sind zwar offene Spell Traps, aber die machen alle ihren Bums on Activation. Beim ersten Mal. Das, ja, im Idealfall gibt es aber keinen zweiten Zug. Ob wir im Idealfall sind, ist die Frage. Okay, wir gucken erstmal, was wir rausboarden, weil ja. Die vier auf jeden Fall. Also ja. Die Drolls, würde ich sagen, können raus. Ja, da. Sind wir ein Freund von Impferm? Eigentlich fast nicht, wa? Obwohl, Impferm ist okay. Der hat schon Impferm ein paar Monster mit Effekten. Wollen wir Talents haben, ist die Frage. Weil Handtraps hat er uns noch nicht gezeigt. Und die Main-Deck-Monster tun alle nichts, selbst wenn wir Second gehen. Zumindest nicht in unserem Zug. Halt nur in seinem Zug eigentlich. Ja, komm, lass Talents raus. Und dann einen Ogre rein, I guess. Dave könnte gut kommen, ne? Ja. Ja, klar, der kann ja seinen Dark Magician rausschießen. Ja, dann ein Ogre. Oder den einen Kaiju für Good Measure. Weil wir den theoretisch suchen können. Ja, genau, weil wir den suchen können und man weiß ja nicht, was der uns so hinbrezelt, weil potenziell sehe ich mich da schon irgendeinem dummen Stock gegenüber. Der hoffentlich nicht diese riesige Magician-Funktion ist, weil die hat aus irgendeinem Grund draufstehen, dass man sie nicht tributen kann. Quintet-Magician, glaube ich, heißt der. Genau, das Riesenviech halt. Wolle gesagt haben, der kam ja raus, kurz nachdem die Kaijus rausgekommen sind, dann sind alle drauf abgegangen und denken, kann nicht gerebootet werden. Aber die Karte selber, glaube ich, gar nicht so gut. Genau. What? Hi! Das hab ich. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hi! Aluba. Okay. Ich meine, unser Startblatt gefällt mir durchaus auch. Ja. Wir haben zwar mal wieder keinen Handtrap, aber wir haben anderes Zeug. Okay, aber dann denke ich auch, also nachdem wir jetzt die beiden Engines gesehen haben, glaube ich auch, wir werden hier keine Handtraps zu Gesicht bekommen, nicht wirklich. Nee, wenn der Dark Magician und Despia spielt. Also allerhöchstens mal Random Bustiel. Die uns wurscht. Was? Was kann die denn? Was bist du? Achso, erstmal kurz ablehnen. So. Wenn your opponent activates a card effect, the targets von Spellcaster anzuheben. Aha. Okay. Aha. Okay, ist einfach ein extra Stock. Okay, cool. Hat der uns jetzt einen Dragoon gerade in die Fresse. Ja, er hat uns gerade einen Dragoon in die Fresse gelegt. Okay, cool. Den bringen wir weg. Gut, dass wir vorsichtshalber den Kaiju reingetan haben. Ja, das ist indeed richtig. Dann gehen wir mal in unser Zug, wa? Mhm. So, schmeißen wir einfach direkt den Misk in den Dragoon. Hi. Weil selbst wenn er den Misk nie geht, das Dragoon raus und dann haben wir Ziel auch erreicht. Nee. Ich glaube, wir sind greedy und versuchen mit dem Misk irgendwas zu beschützen. Okay, dann Terraforming. Ja. Und mal gucken, ob es in Lost World gibt. Außerdem, wenn er uns jetzt drollt, aus Versehen, dann kommen wir in nichts mehr und dann habe ich den Misk nur noch auf der Bratzen. Ja, dann. Lost World. Fossil Dick. Nee, Fossil Dick muss durchkommen. Lieber Lost World. Ja, okay, gut, die kennt er jetzt schon, dann aktivieren wir sie mal. Okay. Ich will halt echt nicht, dass der Fossil Dick mit den Dragoon raushaut. Ja, aber wir kommen ja so oder so dahin, wo wir hinwollen. Ja, gut. Fossil Dick ist eigentlich ein Bait, aber wir kommen so oder so dahin, wo wir hinwollen. Ja, okay. Die Sache ist halt die, was braucht halt großartig Schutz, wenn der Dragoon raus ist. Okay, alles sehe durch. Mhm. Ich meine, gut, was natürlich funktioniert, wenn wir jetzt den Ovi suchen, Normal, und der das versucht zu Dragoon. Das wäre natürlich der maximale Mittelfinger. Ja, ich überlege jetzt gerade. Also wir nehmen jetzt auf jeden Fall Ovi Raptor, das glaube ich klar. Die Frage ist jetzt, was wir jetzt lustigerweise machen könnten, das wäre jetzt wirklich lustig, wäre, wir könnten jetzt, also theoretisch, könnten wir jetzt Ovi normeln? Ja, dann macht er Dragoon und dann schmeißen wir. Und dann Chainlink 1, Lost World, Chainlink 2, Ovi, ne? Mhm. Um zu baiten, dass er den Dragoon benutzt. Kann, ja. Und wir dann Mist. Das Problem ist, das verliert dann Imperm. Daher wäre jetzt mein Gegenargument, dass wir doch jetzt Misk abwerfen, nachdem wir wissen, dass wir so weit gekommen sind. Okay.
Weil, wenn das jetzt, wenn er das jetzt nicht negiert, dann machen wir Normal Ovi und machen Channing 1 Lost Bird, Channing 2 Ovi und er kann nichts tun. Außer er hat einen Imperm, wobei das halt, also... Nee, davon ist er auch unaffected. Klar, Zähnchen gegen Monster ist ja alles unaffected. Oh, lass durch, okay. Oder? Ja. Unaffected by your opponent's activated effect. Alles, okay, genau. Nicht nur Monster. Okay, ja gut, dann. Okay, dann Normal Ovi, Channing 1, Lost Ovi... World. Nein, Channing 1, Lost World. Ausnahmsweise mal die Chainlink so herum. Ja. So, Kollege, fühl dich frei. Bruh! Okay. Bruder! Bruder! Quit in 3. Warte, jetzt brauchen wir auch nicht mehr den Dogo, weil die können wir drüber rennen. Nee, weil da rennen wir jetzt einfach mit Conductor drüber. Ja. Ja, dann der hier, I guess, weil wir können dann gleich mit Mist ein 1 aus dem Deck und das Baby kaputt schießt. Ja. Okay. Oder wir machen einfach Ovi auf die Token und damit ein Baby kaputt aus dem Deck. Nee, ich hätte jetzt Mist gemacht. Okay. Wir haben halt schon die Pille, das war deswegen. Ja, richtig, aber das ist halt die Free Destruction. Scheiß mal auf die Pille, die können wir ja in den Twin Twister reinwerfen, wenn es ist. So, ja. Ja. Und dann würde ich wieder Baby für Baby machen. Weil, warum nicht? Jo, wir haben das halt jetzt kein Ground Zeno, ne? Wir können nicht fusionieren. Ja, aber wir können synchron. Kontakte holen. Und synchron können wir auch. Ja. So, kommst du zurück. So. Der Boy, der gebanished werden wollen würde, oder? Ja. Wir müssen jetzt noch kurz irgendwas nicht-Dino-mäßiges holen, weil Pille braucht ja was nicht-Dino. Wir können jetzt einfach Fleur holen. Zum Beispiel. Erstmal. Ja, die, gut, oder? Die können wir, aber dann ist immer noch kein Nicht-Dino im Friedhof. Nee, aber wir können danach ja linken dann. Mit dem. Wir können ja danach Linkuribo Dings bauen. Ja, das können wir machen. Okay, dann hallo Fleur. Ja. Mit dem Boy, der gebanished wird. Ja, natürlich. Oh, gedrückt halten geht auch mit, wenn man es genauer angucken will. Wissen wir das auch. So, dann würde Fleur mal gerne die Verdeckte hochjagen, hätte ich jetzt gesagt. Jo. Opening. Nee, wir killen diesen Zug. Wir killen ihn diesen Zug. Also, wie soll ich das jetzt durchlassen? Ja, stimmt. Stimmt. Ja, wir killen eh den Zug, also. Nein. Es würde die letzte Handkarte loswerden, die jetzt potenziell noch was ist, deswegen hätte ich jetzt gedacht. Naja. Pentastuck brauchen wir fast nicht, ne? Wir machen Pentastuck bauen. Achso, dass wir mit dem Konduktor dann direkt OTK haben, meinst du? Ja. Könnte man verargumentieren eigentlich. Ja, komm, lass einfach Pentastuck bauen. Ich meine, wir haben eh keinen Schuss mehr, also wir müssen das Baby nicht auf dem Feld behalten oder so. Ja. So, und Pille. Mhm. Ich hole jetzt keinen Dogo ran. Nein, aber den Boy, der gebanished war, den hätte ich gerne doch wieder zurück. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich... Ja, okay. Jetzt weiß ich übrigens, warum ich das nicht negieren wollte. Weil rein theoretisch, nicht wirklich praktisch, aber rein theoretisch, hätte die letzte Handkarte Ash sein können und dann haben wir ein massives Problem. Stimmt, weil Pille ist ja nicht von Mist geschützt. Deswegen hätte ich mir das, weil ich weiß nicht, weil das wird die letzte Handkarte los und holt irgendwas aus dem Deck und ich weiß ehrlich nicht, was er da aus dem Deck hätte holen sollen, was ihm irgendwas bringt. Da können ja nur Branded Monster kommen und die tun nichts. Selbst, an der Stelle. Und selbst wenn, was immer holt, ein On-Sum-Infected, wer hätte einfach den negieren können. Richtig. Ja, also das war dämlich. Ja, stimmt, den 12 zu negieren war dämlich.
Wenn das nicht die letzte Handkarte wegwirft, dann kann man drüber unterhalten. Aber gerade weil es die letzte Handkarte als Effekt wegwirft, soll er doch mal. Weil ich an seiner Stelle, wenn ich letzte Handkarte Ash gehabt hätte, ne, hätte ich auch das Opening umgedreht und einfach gebetet und gebettelt, dass es negiert wird. Und wenn es nicht negiert wird und ich die Ash wegwerfen muss, dann bin ich halt tot. Ne? Okay, ich an seiner Stelle hätte mit dem Negate vom Dragoon aufgespart, aber das lassen wir jetzt mal. Oder früher gemacht. Halt nicht einfach weggeschmissen, wie es er gemacht hat. Ja, er hätte ja zum Bleistift ohne Probleme den Banish-Effekt vom Misk machen können. Den zum Beispiel negieren. Also, das ist eigentlich... Oder die Pille. Das ist eigentlich... bei dem Punkt ist eventuell zu spät. Ja, aber im Sinne von besser als ein Ovi, der von Misk geschützt ist. Ja, also aber historisch gilt eigentlich immer, wenn du irgendwas negieren willst, oder wenn du nur einen Negate hast, ist es eigentlich Faustregel immer eine gute Idee, den Banish-Effekt von Misk zu negieren. Ja, weil der hat uns ja richtig ins Game gebracht. Ja, wir wären auch so dahin gekommen, wo wir hin wollen. Wir hätten es nur anders daddeln müssen. Ja gut, wir hätten noch Ovi auf Dingens hier. Wir hätten dann halt Ovi auf den Token machen müssen und dann irgendwie gucken können. Warte, nee, halt, hätten wir gar nicht können, weil wenn wir Ovi auf Token machen, ist ja kein Misk mehr im Friedhof. Ist ja gebanished und haben wir kein Target mehr für Ovi. Wir hätten dann das Baby in den Twin Twister reingejagt. Okay, damit es im Grave ist. Okay, ja gut, das wäre gegangen. Ja, also... Wir haben das jetzt schon so gemacht, dass egal wie er den Dragoon macht, wir immer noch was haben. Aber... Die Frage ist halt, wie viel es war. Ja, genau. Na gut, dann bis Mittwoch. Bis Mittwoch. I'm not going to be able to do that.